Liebe Zuschauer, heute sind wir beim Weingut Wey in Winningen. Bei mir steht der Peter Wey. Es gibt auch noch den Bruder, den Sebastian Wey. Lieber Peter, wo ist Winningen? Winningen ist eigentlich direkt bei Koblenz, an der Terrassenmosel, der steilste Teil von der Mosel. Und das Weingut ist wunderschön gelegen, direkt an der Mosel, ein paar Meter weg. Hier ist leicht erhöht. Ich glaube, hier haben wir auch keine Hochwassergefahr. Genau, hier hatten wir bis jetzt noch kein Hochwasser. So hoch kam es noch nicht. Okay, seit wann gibt es euer Weingut? Unser Weingut gibt es seit 1918. Weinbau in der Familie können wir sogar bis ins 16. Jahrhundert nachweisen. Ja. Und das Weingut wurde halt von meinem Urgroßvater, dem Richard Wey, dann gegründet. Und genau, seitdem gibt es das Weingut. Aha. Ihr habt euch spezialisiert auf Rieslingweine, oder? Genau, Riesling ist hier bei uns an der Mosel, auch in den Terrassenlagen, das Einzige, was hier eigentlich wächst und was auch unser Terroir, unsere verschiedenen Schieferböden am besten wiedergibt. Das heißt aber auch im Umkehrschluss hohe Qualität, aber wenig Quantität. Genau, die Erträge in den steilen Terrassen sehr niedrig, nur ein Bruchteil von dem, was wir halt in den flachen Weinbergen ernten. Ja. Super, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Weingut an. Ich bin schon ganz heiß, da ein bisschen mehr zu erfahren. Was haben wir denn für einen Wein, den wir heute probieren? So, jetzt probieren wir erstmal unseren Schieferriesling trocken aus dem Jahr 2020. Genau, die 2020er, das war auch wirklich sehr schöner Jahrgang geworden. Sehr fruchtige Weine, moderate Säure. Und jetzt gerade der Schieferriesling, das ist halt so, ja, unser Wein, der unser Weingut eigentlich auch sehr gut darstellt. Schöner, fruchtiger Trinkwein. Es sind tolle Etiketten, nicht so sehr überladen, gefällt mir gut. Das Wappen drauf und wunderschön angelaufen. Da sieht man auch, dass der Wein gut schön, temperiert ist. Schön kühl. Wunderbar. Also, zum Wohl. Zum Wohl. Auch wieder der klassische Riesling. Genau, klassische Riesling, also schön fruchtig in der Nase, also schon ein bisschen exotische Früchte. Hier der Wein zum größten Teil im Brückstück gewachsen, wo wir einen bimshaltigen Schiefer haben und im Geschmack hat der Wein eine gewisse Süße, macht ihn schön trinkfreudig. Die Säure ist schön eingebunden, schön fruchtig. Ein Wein, der schon die Komplexität unseres Schiefers darstellt, aber trotzdem sehr trinkfreudig ist, was halt auch ein schöner Wein bei Festen ist. Genau. Also toll. Später probieren wir dann noch einen Wein aus der Spitzenlage, der dann noch mal ein bisschen komplexer, vielleicht auch ein bisschen fordernder ist. Im Weinberg. Genau. Thank you.
die Bahn, das ist eine große Arbeitserleichterung für uns hier im Weinberg, also gerade wichtig für den Traubentransport oder Materialtransport, ist eine Erfindung von den Schweizern, die Monorackbahn. Hier, das ist auch die erste Monorackbahn, die hier im Uhlen gebaut wurde und die wurde 1989 gebaut und ja, und danach wurden auch viele andere noch gebaut. Davor gab es auch ein Bahnsystem, was hier von dem Dorfschmied entwickelt wurde. Da konnte man aber nur eine Lore hoch oder runter senden und hier kann man halt Personen und deutlich schwereres Material mit transportieren. Ja, hier, das ist jetzt die Lage Uhlen. Der Uhlen ist hier bei uns in Winningen eine unserer Spitzenlagen, zusammen mit dem Röttgen. Hier haben wir halt verschiedene Schieferböden. Hier sind wir jetzt in dem Laubachteil. Hier haben wir einen kalkhaltigen Schiefer und jeder Teil des Uhlens gibt halt andere Weine. Ist einer der steilsten Weinberge der Welt. Sehr alte Reben haben wir hier, bis zu 90 Jahre sind die Reben hier alt, wurzeln tief, bringen sehr mineralische, vielschichtige Weine hervor, die halt auch sehr lagerfähig sind. Ja, ich sitze jetzt hier mit dem Beder Wey mitten in seinem Weinberg. Ich habe noch nie so eine schöne Gegend, so einen Weinberg in der Steile. Es ist ja auch einer der von den deutschen steilsten Weinberge. Es ist so fantastisch hier. Aber wir sind ja nicht wegen dem Weinberg hier, sondern wegen dem tollen Wein. Dieser Wein ist ein Riesling und der stammt genau von dem Weinberg. Was ist das für ein Riesling? Genau, das ist unser Uhlen-Laubach hier aus diesem Teil des Uhlens, wo wir halt diesen kalkhaltigen Schiefer haben. Und genau, das ist so einer unserer Top-Weine. Genau, sehr gehaltvoll, sehr mineralisch, sehr lagerfähig. Ist jetzt ein 2018er. Wir lassen den Wein immer ein bisschen Zeit zum Reifen. Lange gären die Weine im Keller. Mhm. Also der Wein hat fast 2 Jahre gegoren, hat über 2 Jahre im Keller auf der Hefe gelegen, bevor wir ihn dann abgefüllt haben. Und dann auch auf der Flasche lassen wir den Wein erstmal noch mal ein bisschen Zeit, bevor die Weine in den Verkauf kommen. Prima. Also ich würde jetzt einfach einschenken, oder? Ja. Zumal was macht es der Winzer, aber heute ist eh alles anders als sonst. Genau. So, das Schätzchen schnell mal hier wieder hin. Ja, danke, lieber Peter. Zum Wohl, Prost. Typisch Riesling, ne? Vom Geruch her. Mhm. Ja, ein typischer Riesling hier aus dem Weinberg, also eine schön goldgelbe Farbe. Der Geruch sehr mineralisch, schon kräutrige, würzige Aromen, das ist typisch so für den Uhlen. Sind halt etwas anspruchsvollere Weine, die ein sehr guter Essensbegleiter sind. Der Wein hat eine gewisse Restsüße, aber durch diese kräutrige, würzigen Aromen wirkt er etwas trockener noch. Im Schiefer diese Einschlüsse, diese Fossilien. Ja. Und das ist halt das Besondere hier an dem Schiefer auch. Also sowas ist, dieser Schiefer ist wirklich sehr, sehr einzigartig. Aha. Jawohl. Und vor allen Dingen kein schwarzer Schiefer, wie sehr häufig für die Dächer zum Decken, wie man es ja auch im Fränkischen hat. Genau, deshalb. Also wir haben hier ja jede Menge verschiedene Schiefer. Und genau hier in der Mauer sieht man eigentlich auch nochmal schön hier in dem Ständer, wie die Fossilien drin sind. Schwebelkeller, einer der größten Keller hier an der Mosel. Also hier wurde fast der ganze Wein hier aus dem Ort vermarktet, ausgebaut und gelagert und steht seit einer langen Zeit eigentlich still. Wir haben den jetzt auch mit unserem Weingut reaktiviert, dass wir hier diesen wirklich gewaltigen Keller
halt für Veranstaltungen nutzen. Hier diesen Teil des Kellers, also den haben wir dann auch noch mal ein bisschen hergerichtet, aufgeräumt. Ist es der schönste Teil vom Keller, weil wir hier dann dieses Kreuzgewölbe haben. Die Gänge sind miteinander verbunden. Vor ein paar Wochen war dann hier noch eine Kunstausstellung gewesen und ja, wertet den Keller halt noch mal auf. Genau, also wir haben hier ja, viel Arbeit reingesteckt. Also hier war doch Zentimeter hoch der Staub. Das haben wir dann anhängerweise, so hat es sich dann gesammelt, weggefahren. Den Boden mal ein bisschen plan gemacht, Elektrik noch verlegt. Und dass man das halt hier gut nutzen kann für Veranstaltungen. Das ist noch das alte Boot. Wenn früher mal hier Hochwasser war in der unteren Etage und die nicht mehr begehbar war, da konnte der Kellermeister noch mit dem kleinen Bötchen hier rumfahren und die Beine kontrollieren. Als Kind ist man da immer unten vorbeigegangen an diesem Tor, wusste nie, was hier drin ist, es war immer zu, nie geöffnet. 2010 war dann hier schon mal eine Lichtinstallation von den Kunsttagen, so mit Schwarzlicht. Da war der Keller dann das erste Mal seit langem wieder geöffnet gewesen und halt auch mal für was anderes genutzt. Und eigentlich ist es ein schönes Schiefergewölbe, aber es gab mal eine Zeit, auch die Häuser in Winningen sind eigentlich alles schöne Schieferhäuser. Da wurde mal eine Zeit lang alles verputzt, weil man anscheinend den Schieferstein nicht so gerne mochte. Lieber Peter Wey, ich durfte jetzt zwei tolle Rieslinge kennenlernen. Ich durfte mit dir in den Weinberg hinauf Monorackbahn fahren, was sensationell war, was mit Sicherheit einer der wirklich interessanten Eindrücke für mich überhaupt war. Erstmal dafür ein recht herzliches Dankeschön. Ich durfte zwei Schieferweine, zwei Rieslinge probieren, die auf Schiefer gezogen worden sind, die einen phänomenalen Geschmack haben. Gibt es jetzt überall das noch etwas, was du den Zuschauern mitgeben möchtest? Ja, erstmal noch vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, Stefan. Ich denke mal, eigentlich muss man hier unsere Region, unsere Rieslinge einfach mal erlebt haben, einfach mal hier wirklich ein paar Tage Urlaub machen, die Feste hier im Ort erleben, die Landschaft erleben, unseren Wein erleben, probieren und ja, dann hat man wirklich einen schönen Eindruck, wie das hier so ist. Ich werde natürlich alles, was du an Rieslingen hast und was an Weinen hast, das Weingut, euren Webshop, in den Videobeschreibungen in der Fußzeile verlinken, wo sich jeder dann ein eigenes Bild machen kann. Wenn ihr, liebe Zuschauer, irgendwelche Fragen an den Winzer habt, wenn ihr Kommentare dazu abgeben würde es sich mit Sicherheit freuen und es wird auch klar umgehend beantwortet. Und ansonsten Dankeschön für alles. Wunderbar.